Ja, Freunde. Ich habe das Gespann gerettet. Der Mapperbauer war so schlau und hat die Möglichkeit doch gelassen, dass man so, ja, das ein oder andere einfach mal durchs Wasser fahren lassen kann. Ich bin froh, dass ich einfach diesen Fahr nicht zu tief ins Wasser Mod nicht drin habe. Von daher, ab nach Edeka. So. Voll beladen, jetzt mal nach Edeka. Alles aufladen. Die Meldung unten geht mir noch so immer so richtig schön auf den Geist. So, jetzt können wir hier komplett einmal geradeaus durchbrettern. So, mit dem Gespann kann man auch wunderbar hier drehen. Auch der kleinste Ort ist kein Problem. So, wir wollen nach Edeka. Nein, davon ist Edeka. Hier rein ist Edeka. Und Abladeseite ist natürlich auf der anderen Seite des Ladens. So, hier. Bum, bum, bum. So, zack. B. Achso, erstmal. Gerät wechseln. B. Auch hier kann man wunderbar verschieben. So, Z. Gerät wechseln. Wir schieben hier ein Stückchen dran. Und Z. Und schauen. Alles im Trigger. So, wunderbar. Der Fischverkauf geht weiter. Hier, Kartonage und so. Auch immer ganz, ganz großes Ding. Wir haben ein Beben. Oh, jetzt hört's auf. So, einmal hier aussteigen. Leere Paletten haben wir genug, wir brauchen Wasser und Hackschnitzel. Ja, Papier und Karton ist jetzt nicht die Masse, was hier steht, ne? Lassen wir das hier stehen. So. Dann... Thank you.
können wir Mehl dran. Oh, wir haben schon wieder die Million geknackt, Leute. Und wir haben das 501. Schwein. Und ich werde ja gar nicht zurück. Dann holen wir jetzt halt Mehl und transportieren mal so richtig schön viel Mehl durch die Gegend. So, zack. Hier schon mal U anmachen. Gerät wechseln, auch wieder U. Also absteigen. Bams. Bams. Oh, hier. Jede Menge Mehl. Einfach ein wunderbarer Trailer, würde ich behaupten. Oh, da gehen noch zwei. Ja, wunderschön. Ah, der Hänger, der läuft aber auch wirklich astrein mit. Also Glückwunsch für diese wunderschöne Entwicklung und das Modding. Also der ist fantastisch. So, zack. Ihre Paletten, Kartonpaletten. Empty Water. So. Gerät wechseln. Z. Gerät wechseln und sagen Z. Oh, wunderbar. Flop. So, Backwaren haben wir jetzt auch schön auf dem LKW. Können wir gleich mal einlagern. Nehmen wir das restliche Mehl noch mit, was wir mitkriegen. So, zack. Hier die unsortierten Paletten mal wegbekommen. Die Musik wird gerade wieder laut, ey. Ja, es tut mir leid, dass die Musik jetzt gerade mal so ein bisschen lauter ist. Aber ich finde das Lied schön. Deswegen bleibt's. Flöpp. So, wie war der Hutch nochmal? Der Ladungshutch? Keine Ahnung.
So. So, und der läuft hier wunderbar hinterher. So, Paletten, der Palettenpapier, Karton. Pflaumen, Äpfel und Co. Korn und alles, also der Alkohol. So, Zucker, Mehl, Brot und rein da. Wunderbar hier. Da steht das Brot, da steht das Mehl. Schön eingeladen. So, hier rum. Hier raus. Fünfhunderttausend Einnahmen alleine für Fisch und Co. Das ist schon eine ganze Menge. Ich muss mal kurz ins Lager gucken. Ja, Stroh läuft fast über, also Kapazitäten sind nicht hoch. Dann müssen wir gucken, dass wir hier schnellstmöglich dann jetzt die Sachen mal ans Laufen kriegen. So, ich kürze mal kurz ab. Den hier nicht. So, 1,4 Millionen. Das ist schon wieder nicht schlecht.
So, wunderschönes Bild, wunderschönes Abschlussbild. Von daher, danke fürs Zusehen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Euer Pfiffig. Ciao, ciao.